Sterngucker-Lounge. Romantische Aura. Na, dann gehen wir dahin. Filmromantik. Gehen wir in eine Sterngucker-Lounge. Hauptziel, mit Verabredung Kontakt knüpfen. Von Herzen Kompliment machen. Du willst tanzen. Gibt es hier irgendwo eine Stereoanlage? Ah, hier ist Karaoke. Okay, dann setz dich doch bitte hier sitzen und plaudern. Oder nein, du kannst auch zusammensitzen. Beide Sims gleichzeitig kokett sein lassen. Okay, Romantik, Küssen. Zuneigung. Was ist jetzt? Muskeln zeigen. Oh, warte, du willst was anderes. Höhere Charisma-Fähigkeit erreichen. Na dann, Romantik. Hände küssen. Aufreizend posieren. Massieren kann ich dich auch. Oh, verspielt? Wie werde ich denn verspielt? Wir sind jetzt beide kokett. Wie bin ich denn verspielt? Vielleicht bei Unfug? Nee. Vielleicht über lustig? Schmutzigen Witz erzählen. Jetzt bist du sehr kokett. Witz über Pinguine erzählen. Hat die Comedy-Fähigkeit erworben. Oh Gott. Insider-Witz vielleicht? Ach
Hannah ist auch sehr kokett. Hannah kann ja mal singen. Kannst du vielleicht, Michael? Wo ist denn Michael? Da. Jetzt bist du glücklich. Weib, du bist grauenhaft. Massage anbieten. Hör auf zu singen. Und küssen willst du auch jemanden? Dann küss doch bitte deinen Ehemann. Oh, jetzt bist du auch wieder sehr kokett. Blöd. Kannst du vielleicht Duett singen? Country. Mit Hannah. Vielleicht werdet ihr dadurch verspielt? Oh, ist das grauenhaft. Wie mache ich das denn? Wie ist man denn verspielt? Oh, du musst auf Klo. Dann geh doch bitte auf Klo. Hunger hast du auch. Hol dir doch bitte eine Brezel. Du bist sehr müde. Aber auch putz dir gleich die Zähne hinterher. Hygiene muss steigen. Immer noch kokett. Wie wird man verspielt? Egal, mein Date ist gleich zu Ende. Na, wenn du mit jemandem flirten willst, dann flirte doch bitte mit... Hannah. Nur noch mal kurz flirten.
Belohnung, eine legendäre Erinnerung. Verabredung im Haushaltsinventar deines Sims, findest du etwas Besonderes als Erinnerung? Willst du jetzt Sport machen? Ey Leute, wir gehen jetzt nach Hause. Hanna, geh mal zurück nach Hause. Michael, iss bitte noch auf, wenn du eh gerade isst. Hanna schon zu Hause? Nein, Hanna ist unwohl. Der Computer verfügt über eine Interaktion, mit der du ein Baby, Kleinkind oder Kind adoptieren kannst. Hanna, gehst du schlafen? Ist schon eingeschlafen, gut. Aber du musst morgen wieder früh raus, ne? Kann ich dir einen Wecker stellen oder so? Weil ich muss aufpassen, dass ich rechtzeitig aufstehe. Wenn du um 7 auf Arbeit sein musst. Dann kannst du jetzt langsam aufstehen. So. Das ist gut. Dann iss halt erst und geh danach bitte auf Klo. Ja, Hanna muss in einer Stunde zur Arbeit, das weiß ich. Michael muss heute, glaube ich, auch zur Arbeit. In 5 Stunden. Ich dachte, du hast dir ein Gericht genommen. So ein bisschen Musik, ist okay. Du willst ein Date planen? Michael, Cherry die Sterne gucken. Michael knuddeln. Ja, Michael schläft leider. Aber du könntest dir bitte nochmal die Hände waschen. Aber das schaffst du nicht. Du musst nämlich los. Wie geht's dir? Was geht? Wo hast du denn dein Essen hingestellt? Da ist mal die Macaroni deiner Frau. Du willst selbstsicher werden.
Und mal wieder Bücher zu Ende lesen. Das heißt, du isst erst und übst dann bitte eine Rede. Hast ja noch 3 Stunden Zeit. Und wenn dann noch, dann kannst du auch gerne etwas lesen. Wenn der nicht 5 Jahre essen würde? Oh, du räumst sogar selber auf. Ich bin ja sehr stolz. Ich spiele auch schon wieder viel zu lange. Ich lasse ihn dann noch zur Arbeit gehen und werde dann eine Aufnahmepause machen. Witz erzählen. War glücklich. Du musst noch inspiriert werden. Dann geh doch bitte nachdenklich duschen. Dann lässt du das Lesen bitte sein. Üb ein bisschen deine Rede. Michael ist selbstsicher. Sims mit diesem Merkmal fühlen sich gut in ihrer Haut und stecken voller Zuversicht. Schön. Was willst du noch machen? Sich selbst im Spiegel bewundern. Okay, dann geh erst duschen. Und wenn du dann noch Zeit hast, kannst du dich noch bewundern. Ach, du duschst jetzt mit Klamotten. Das ist ja geil. Was du nicht alles kannst. Du arbeitest von 11 bis 19 Uhr. Deine Arbeitszeiten sind aber auch scheiße. Noch 40 Minuten. Okay. Also, mir fällt immer wieder auf, dass ich viel, viel schneller bin als meine Sims. Duschen dauert bei mir keine 10 Minuten und das auch nur, wenn ich Haare mitwasche. Was machst du da? Du stellst dich unter das Wasser, bis du komplett nass bist. Dann seifst du dich ein und dann spülst du die Seife wieder ab. Fertig. Und wenn du damit fertig bist, dann gehst du halt aus der Dusche raus. Und essen, ja, nimmst du was? Isst es? Also wenn ich lange esse, wenn ich wirklich lange esse, dann esse ich vielleicht 10 Minuten. Was machst du da? Du gehst zur Arbeit. Freiwillig. Wundervoll. Ich kam nicht an einen Brief. Viel Glück beim Rausholen. Oh, oh, Hannah ist wieder da. Warum geht sie denn? Warum ist sie denn unwohl? Ach, du musst schlafen. Na dann geh doch einfach schlafen. So, und während du schlafen gehst, mache ich eine Aufnahmepause. In dem Sinne, ich verabschiede mich. Bis bald. Ich werde nicht so häufig spielen, weil ich spiele immer sehr lange am Stück. Deswegen, nee, lassen wir mal. In dem Sinne, bis dann. Tschüss. Moment, Moment, auf Pause drücken. So, bis dann. Ciao.